Hallo alle zusammen. In diesem Video werden wir über das Surface-Dateisystem sprechen. Wir werden seine Struktur, Merkmale und Nachteile betrachten. Das SFSE oder Z-Byte-File-System ist ein Dateisystem, das ursprünglich von Sun Microsystem für das Betriebssystem Solaris entwickelt wurde. Es unterstützt große Datenmengen, kombiniert die Konzepte eines Dateisystems, eines logischen Festplattenmanagers und physischer Medien sowie eine einfache Verwaltung von Speichervolumens. Es ist das Dateisystem der nächsten Generation, das ursprünglich für NAS-Lösungen mit verbesserten Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung entwickelt wurde. Im Gegensatz zu anderen Systemen ist ZFS ein 125-Bit-Dateisystem, das praktisch unbegrenzte Speicherkapazität bietet. ZFS ist ein Open-Source-Projekt und steht unter CDDL-Lizenz. Um das ZFS-Dateisystem verwenden zu können, müssen Sie entweder FreeBSD oder ein Betriebssystem installieren, das den Linux-Kernel verwendet, einen Ableger des OpenSolaris-Kernels. Wenn Sie ZFS in Ubuntu verwenden möchten, müssen Sie die Unterstützung manuell hinzufügen, was mit ein paar Befehlen leicht zu bewerkstelligen ist. Wir werden später darauf zurückkommen, aber jetzt wollen wir uns erst einmal die Vor- und Nachteile des Dateisystems ansehen. Zu den Vorteilen des ZFS-Dateisystems gehören die folgenden. Sie hat die Verwaltung vereinfacht. Volume, RAID und Datensystemverwaltung sind hier vereint. Sie benötigen nur wenige Befehle, um Volumes, Redundanzstufen, Dateisysteme, Komprimierung, Anhängepunkte usw. zu erstellen. Es erleichtert auch die Überwachung, die zwei oder sogar drei kleinere Ebenen zu sehen sind. Der nächste Vorteil ist die Gewährleistung der Dateiintegrität. Wenn Daten geschrieben werden, wird eine Prüfsumme berechnet und mitgeschrieben. Später, wenn die Daten ausgelesen werden, wird die Prüfsumme erneut berechnet. Wenn die geschriebene Prüfsumme und die gelesene Daten nicht übereinstimmen, wird ein Fehler festgestellt. Das System wird dann versuchen, einen solchen Fehler automatisch zu korrigieren. ZFS lässt sich außerdem gut skalieren, dass neue Geräte hinzugefügt, der Cache verwaltet werden kann und so weiter. Kopierfunktion beischreiben. In den meisten Dateisystemen sind die Daten nach dem Überschreiben für immer verloren. In ZFS hingegen werden nur Informationen in einen anderen Block geschrieben. Die Metadaten des Dateisystems werden dann nach Abschluss des Schreibvorgangs mit den neuen Informationen aktualisiert. Dies führt dazu, dass die alten Daten im Falle eines Systemabsturzes oder eines anderen bösartigen Ereignisses erhalten bleiben. Er verfügt über integrierte Aufbewahrungsfunktionen wie Replikation, der Prozess der Erstellung einer Kopie von etwas. Bei der Deduplizierung handelt es sich um einen Prozess, der redundante Kopien von Daten eliminiert und die Schreibbelastung reduziert. Die Komprimierung ist eine Option, die Speicherplatz spart und die Geschwindigkeit erhöht, indem sie die Anzahl der für die Darstellung der Daten erforderlichen Bits reduziert. Schnappschüsse, eine Reihe von Referenzmarkierungen für Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und Klone, eine identische Kopie von etwas. Aber wie jedes Datasystem hat auch ZFS seine Schwächen. ZFS leidet unter schlechter Leistung, wenn es zu 80% oder mehr ausgelastet ist. Ist es ein häufiges Problem bei Datasystemen? Wenn ein Pool zu 80% ausgelastet ist, müssen Sie entweder den Pool erweitern oder auf mehr Speicherplatz migrieren. Es gibt keine Möglichkeit, den Pool zu verkleinern. Sie können keine Geräte oder VDS aus dem Pool entfernen, sobald sie hinzugefügt werden. ZFS hat auch Einschränkungen bei der Änderung der Art der Redundanz. Mit Ausnahme der Umwandlung eines einzelnen Festplattenpools in einen Spiegel Pool können Sie den Redundanztyp nicht ändern. Wenn Sie sich für eine Redundanzart entschieden haben, besteht die einzige Lösung darin, diese zu zerstören und eine neue zu erstellen, indem Sie Daten von Sicherungskopie oder einen anderen Ort wiederherstellen. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internet-Browser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können.
Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem, von der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Lassen Sie uns nun einen Blick darauf werfen, wie man ZFS in einem Linux-Betriebssystem am Beispiel von Ubuntu Version 20.04 installiert. Für die Installation benötigen wir ein Terminal, das wir mit der Tastenkombination STRG plus ALT und T starten. Führen Sie dann den folgenden Befehl aus, um nach Anwendungsupdates zu suchen. Nach der Eingabe des Befehls fragt das System nach einem Passwort, geben Sie das Rootpasswort ein und drücken Sie die Eingabetaste. Geben Sie den folgenden Befehl zur Installation ein. Nachdem Sie den Installationsbefehl ausgeführt haben, geben Sie zur Bestätigung I ein und drücken Sie Eingabetaste. Dadurch wird der Installationsvorgang des Softwarepakets gestartet. Um diese Installation zu überprüfen, führen Sie den folgenden Befehl aus. Das Ergebnis ist die Aufgabe der Softwareversion. Sie können nun einen Speicherpool mit dem virtuellen Gerät dev erstellen. Ein Speicherpool ist eine Gruppe von einem oder mehreren virtuellen Geräten, auf denen Daten gespeichert werden. Der ZFS-Pool oder Z-Pool dient als Dateicontainer auf höchster Ebene im gesamten ZFS-System. Es wird verwendet, um ein oder mehrere Dateisysteme oder Blockgeräte zu erstellen. Die Dateisysteme und Blockgeräte teilen sich den verbleibenden Pool-Speicherplatz. Die Partitionierung und Formatierungsvorgänge werden vom ZFS-System durchgeführt. Ein virtuelles Gerät kann aus einem oder mehreren physischen Geräten bestehen. Es kann ein Pool oder ein Teil eines Pools sein und einen Resonanzgrad von Miro, Triple Miro, RAID Z, RAID Z2 oder RAID Z3 haben. RAID Z ist eine Implementierung eines modifizierten RAID 5. In ZFS ist er in der Lage, Fehler und Schreiblücken zu beseitigen, die im ursprünglichen RAID 5 auftreten. RAID Z1 erfordert mindestens 3 Festplatten für den Betrieb, 2 Festplatten für die Speicherung und eine für die Parität. RAID Z2 erfordert 2 Festplatten für die Speicherung und 2 für die Parität. Und RAID Z3 erfordert mindestens 2 Speicherplatten und 3 Festplatten für die Parität. Schauen Sie sich nun an, wie man ein RAID Z von Laufwerken erstellt. Der erste Schritt besteht darin, die Laufwerke zu bestimmen, die für den Aufbau des RAIDs verwendet werden sollen. Um die eingebundenen Laufwerke zu überprüfen und festzustellen, welche benötigt werden, verwenden Sie FDISK. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um eine Liste der Laufwerke zu erstellen. Daraufhin wird eine Liste von Festplatten mit detaillierten Informationen zu jeder Festplatte angezeigt. Ich zeige Ihnen zum Beispiel, wie Sie RAID Z Level 1 aufbauen, das ein Analogon zu RAID 5 mit einer Paritätsplatte ist. So kann das Array weiterlaufen, ohne dass Daten verloren gehen, wenn ein Laufwerk ausfällt. Ich habe 3 Festplatten, DevCCD, DevCD und DevCDF. Ich werde einen Pool namens SData erstellen. Dazu werde ich den folgenden Befehl ausführen. Wenn ein Fehler auftritt, können Sie nach spool-create einen Befehl mit dem Parameter f ausführen, der den Befehl erzwingt. Um den Eingangspunkt nach der Erstellung des Pools herauszufinden, führen Sie den Befehl. Aus der Aufgabe geht hervor, dass der Pool in sdata eingehängt ist. Um den Eingangspunkt für den Pool zu ändern, verwenden Sie die folgende Syntax. In diesem Beispiel habe ich varpool als neuen Eingangspunkt verwendet. Überprüfen Sie den neuen Punkt. Sie können Verzeichnisse in Speicherpools erstellen. Für das Beispiel werde ich ein Verzeichnis namens metdata erstellen. Und um alle ZFS-Speicherpools auf dem System anzuzeigen, führen Sie diesen Befehl aus. Und um die Konfiguration und den Status jedes Geräts im ZFS-Pool zu erfahren, führen Sie den Befehl Status aus. Um Ereignisse anzuzeigen und Probleme zu beheben, geben Sie den folgenden Befehl ein. Um eine weitere Festplatte zum ZFS-Speicherpool hinzufügen, führen Sie den Befehl mit dem Namen der hinzugefügten Festplatte aus. Nachdem Sie das Laufwerk hinzugefügt haben, sehen Sie den Status des Pools. Um den ZFS-Speicherpool zu entfernen, führen Sie den folgenden Befehl aus.
Mit diesem Datasystem können Sie einen Snapshot Ihres Pools erstellen. Ein Snapshot ist eine schreibgeschützte Kopie des Dateisystems, die zu einem bestimmten Zeitpunkt erstellt wird. Sie können Snapshots von ganzen Datensätzen oder Pools erstellen. Der Snapshot enthält die ursprüngliche Systemversion des Dateisystems zusammen mit allen Änderungen, die nach der Erstellung des Snapshots vorgenommen wurden. Einfach ausgedrückt wird beim Erstellen eines Snapshots eine differenzielle schreibgeschützte Kopie erstellt. Der Befehl zum Erstellen eines Snapshots lautet cf-snapshot, gefolgt von Namen des Snapshots. In diesem Beispiel habe ich sdata mit data verwendet, um den Snapshot zu erstellen. Um den Snapshot zu überprüfen, führen Sie den folgenden Befehl aus. Falls erforderlich, kann der Snapshot übernannt werden. Sie können Änderungen rückgängig machen, indem Sie eine Snapshot-Rückgängig-Operation durchführen. Beachten Sie, dass dabei alle Änderungen seit der Erstellung des Snapshots verloren gehen. Um zum gewünschten Snapshot zurückzukehren, müssen Sie den Befehl cf-rollback mit dem Namen des gewünschten Snapshots ausführen. Dadurch werden alle Änderungen, die nach dem Snapshot in dem Verzeichnis vorgenommen wurden, rückgängig gemacht. Mit diesem Befehl wird das System auf das richtige Datum zurückgesetzt. Nach Abschluss des Rollbacks können Sie prüfen, ob sich im Verzeichnis gelöschte Post-Snap-Dateien befinden. Snapshots können in einer Datei gespeichert und zurückgeschickt werden, was sich hervorragend für die Anstellung von Sicherungskopie oder Senden von Kopien über ein Netzwerk, zum Beispiel über SSH zur Replikation eines Dateisystems eignet. Der Befehl send sendet einen Snapshot des Dateisystems, der an eine Datei oder an einen anderen Rechner in einen Thread weitergeleitet werden kann. Der Befehl Receive nimmt einen solchen Stream entgegen und schreibt eine Kopie des Snapshots zurück in das CFS-Dateisystem. Erstellen Sie zum Beispiel einen weiteren Snapshot und speichern Sie ihn mit dem folgenden Befehl in einer Datei. Und dann kehren Sie es um, indem Sie einen Befehl wie dieses ausführen. Zusätzliche Skripte können verwendet werden, um die automatische Erstellung und Rechtfertigung von Snapshots einzurichten, zum Beispiel auf einem Server mit dem SSH-Protokoll. Und wie bereits erwähnt, ermöglicht CFS die automatische Komprimierung von Daten. In Anbetracht der Leistung moderner Prozessoren ist dies eine nützliche Option, da eine geringere Datengröße bedeutet, dass weniger Daten physisch gelesen und geschrieben werden müssen, was zu schnelleren EA-Vorgängen führt. CFS bietet eine große Auswahl an Komprimierungsmethoden. Die Standardeinstellung ist LC4, ein leistungsfähiger Ersatz für LCJB, der eine schnellere Komprimierung und Datenkomprimierung als LCJB mit einer etwas höheren Kompressionsverhältnis bietet. Um den Komprimierungsgrad zu ändern, können Sie den Befehl verwenden. Oder Sie können sogar die Art der Komprimierung ändern. Zeigen Sie den Komprimierungsgrad an. Die sicherste Wahl ist LC4, da es wesentlich schneller als alle anderen Optionen ist und eine gute Leistung bietet. In diesem Sinne ist CFS definitiv ein Dateisystem, das eine breite Palette von Funktionen bietet. Es verwaltet nicht nur Daten auf effiziente und innovative Weise, sondern ermöglicht im Notfall auch eine unterbrechungsfreie Datenwiederherstellung. Außerdem kann im Falle eines Ausfalls das gesamte System mit Hilfe der Snap-Funktion einfach wiederhergestellt und auf einen bestimmten Zeitpunkt zurückgesetzt werden. Wenn Sie Probleme mit verlorenen CFS und RAID-Dateisystem-Informationen haben, verwenden Sie Hetman RAID Recovery. Sie können es verwenden, um versehentlich gelöschte Dateien aus einem CFS-Dateisystem wiederherzustellen oder um Informationen aus einem abgestürzten RAID-Array
abzurufen. Das Programm hilft bei Abstürzen, Formatierung, Überschreiben und anderen Fällen von Datenverlust. Weitere Details zum Wiederherstellen von Daten aus DFS und RedZ-Dateisystemen finden Sie im vorherigen Video, den Link finden Sie in der Beschreibung. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren, Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank für's Zuschauen. Tschüss. Während Sie sich das Video auf diesem Kanal ansehen, sterben ukrainische Zivilisten durch Bombenangriffe der Russischen Föderation. Das wahnsinnige Putin-Regime hat einen friedlichen Staat im Herzen Europas angegriffen. Unterstützen Sie die ukrainische Armee. Spenden Sie die Kosten für den Fond Komm lebendig zurück. Folgen Sie dem QR-Code oder dem Link in der Beschreibung des Videos und überweisen Sie einen beliebigen Geldbetrag, der den ukrainischen Widerstand definitiv stärkt und hilft, der kriminellen russischen Aggression zu widerstehen.